Hallo, heute geht es um den Innenaufbau einer Röhre. Es wird somit ein leicht destruktives Video, weil eine Röhre kaputt gemacht wird. Ich habe mich für die 6SA7 entschieden und zwar habe ich die bei der letzten Fotositzung relativ oft in der Hand gehabt, nämlich als Glasnachbau vom OSW-Werk West-Ost-Berlin bzw. dem Nachfolger, dem HF-Werk. Und ich habe jetzt mal einige mir rausgesucht und geprüft, welche davon die schlechteste Emission hat. Und die schlechteste Röhre hat gewonnen. Ich habe eine gefunden mit null Emission, nämlich mit kaputten Faden. Das hat die Wahl relativ einfach gemacht. Und wie ich dazu gekommen bin, kommen wir gleich zu im obligatorischen Neuberger Video. Kurz zwei, drei Sätze zur 6SA7. Die wurde circa 1938-39 entwickelt als sogenannte Pentagrid-Röhre. In Deutschland ist eher der Begriff Heptode geläufiger. Das ist eine Röhre mit fünf Steuergittern. Sie wurde ursprünglich produziert als Metallröhre und wie gesagt später nachgebaut in einer Altglasausführung. Die sahen dann so aus. Die metallisierte Farbe ist bei den meisten schon abgeblättert. Die war auch sehr instabil, ähnlich wie die Beschichtungen von Telefunkenröhren. Deshalb sehen die Glasvarianten relativ unansehnlich aus. Wie gesagt, das ist die Metallausführung, wobei Metallausführung jetzt auch wieder in Klammern gesetzt werden muss, weil es ist nur ein kleines Aluminiumhäubchen. Die eigentliche Röhre besteht auch aus Glas. Sie ist nur halt ein bisschen besser eingepackt. Und heute geht es, wie gesagt, um den Innenaufbau dieser Röhre. Jetzt kommen wir zum Schluss des Videos zu. Jetzt erstmal noch ein paar Sätze zum Datenblatt. Wie gesagt, die Originalröhre wurde als Pentagrid vermarktet, Pentagrid Converter. Und gibt es in zwei Beschaltungsvarianten, nämlich das fünfte Steuergitter ist bei der Metallvariante auf den Pin 1 gelegt. Pin 1 ist die Abschirmung, also die äußere Abschirmung und enthält dort die Verbindung zum fünften Gitter, während in der Glasvariante Pin 1 unbeschaltet ist. Und die Schirmung komplett auf der Kathode liegt, also röhrenintern auf die Kathode gelegt ist. Und auch das fünfte Steuergitter ist röhrenintern auf Kathodenpotenzial gelegt. Sonst gibt es keine Unterschiede. Das ist ein etwas neueres Datenblatt, wie gesagt, im amerikanischen. War der 11. November 1938 der Veröffentlichungszeitpunkt. Und das ist das Datenblatt aus dem RFT-Werk, wo man, wie gesagt, ja auch sieht, dass dieses die Beschaltung der Metallvariante übernommen hat. Nämlich Steuergitter ist auf der Abschirmung auf Pin 1. Also auch nicht ganz konsistent zum Original. Was aber kein Problem ist, ich habe die Beschaltung vom Neuberger später auf beide ausgelegt. Also ich habe die Originalvariante in der Metallschirmung genommen. Die fungiert dann sowohl mit der Original- als auch mit der alternativen Beschaltung,
weil ich den Pin 1 ebenfalls auf Kathode gelegt habe. Insofern passt alles. Die Prüfdaten für die Röhre sind: das Steuergitter 1 bekommt minus 2 Volt. Gitter 2 und Gitter 4 bekommen jeweils 100 Volt. Und Gitter 3 bekommt 0 Volt. Und die Anode ist auf 250 Volt. Und es sollte ungefähr 3,4 Milliampere Strom ergeben. Gut, dann bringen wir mal die Neuberger Sitzung hinter uns und schwingen dann den Hammer. Es ist der 24. Januar, 12:44 Uhr. Und wir beginnen mit der Auswahl einer etwas schwächeren Röhre. Ich habe von meinem Arsenal der 6 SA7 mal 6 Stück rausgenommen. Und die prüfen wir jetzt mal durch, welche die schwächste Emission hat. Die 6 SA7 gibt es in zwei Belegungen. Zum einen irgendwie die Variante, in der das G5 röhrenintern mit der Kathode verbunden ist, oder das G5 auf der Außenschirmung der Röhre verbunden ist. Da ich jetzt nicht weiß, welche Variante das OSW-Werk verbaut hat oder produziert hat, nehme ich jetzt die universellere Ausführung. Und der Neuberger ist wie immer beschaltet. Modus. So, wieder ist die Kamera abgesoffen. Wie schon versucht zu sagen, die Beschaltung ist Modus V wie Verstärkerröhre XX im 300 mA-Ampere-Bereich. Und wir brauchen, ich habe jetzt alles im Bild, erstmal die Heizung, die ist auf Stift 1 und Stift 7. Die besagte Schirmung ist auf Stift Nummer 1. Die lege ich auf Kathodenpotenzial und somit ist auch das Steuergitter 5 mit eingeschlossen. Auf Stift Nummer 3 liegt die Anode. Stift Nummer 4 ist das zweite Steuergitter und das vierte Steuergitter. Das heißt, dann machen wir das hier auf Stift Nummer 4 und das zweite Steuergitter ist positiv. Das erste Steuergitter, also das reguläre Steuergitter, ist auf Stift Nummer 5. 2, 3, 4, 5. Und das ist natürlich negativ. Dann bleibt die Kathode auf Stift Nummer 6. Stift Nummer 7 ist der zweite Pol der Heizung und Stift Nummer 8 ist das dritte Steuergitter. Dieses lege ich auf Kathodenpotenzial. Und doch, hier kann man machen, weil es soll 0 Volt haben und somit passt das. Also kontrollieren wir mal gerade noch mal. Stift Nummer 1 ist die Schirmung, Kathodenpotenzial. 2 und 7 ist die Heizung. 3 ist die Anode. 4 ist Gitter Nummer 2 und 4.
Nummer 4 geht auf Nummer 2, auf die erste positive Gitterspannung. Nummer 5 ist das Gitter Nummer 1. 5 geht auf 1, 1 wird negativ. 6 ist die Kathode. 6 ist die Kathode. 7 ist der zweite Pol des Heizers. Und 8 ist das Steuergitter Nummer 3. Welches in diesem Fall auf 0 Volt gelegt wird. Kommen wir mal zu den Spannungen. Und wollte gerade sagen, wir haben die erste Röhre gefunden, die einen Fadenbruch hat. Ist natürlich Blödsinn, weil es ist noch keine eingesteckt. Ist jetzt eingesteckt, zeigt aber an, dass sie keinen Durchgang hat. Das heißt, wir haben unter Umständen schon unseren Delinquenten gefunden. So, die hat Durchgang. Damit ist der Delinquent gefunden. Das ist eine 6A7, 6SA7 natürlich vom HF-Werk, also Werk für Hochfrequenztechnik. Das ist der Nachfolger vom OSW. Und da wir uns jetzt die Mühe gemacht haben, die Röhre zu konfigurieren, prüfen wir es auch mal durch komplett. Wir brauchen 6,3 Volt an Heizspannung. Der 6,3 Volt Bereich ist eingestellt. Ganz rein zufällig liegt vielleicht daran, dass großteils der Röhren auf der 6,3 Volt Schiene laufen. Wir brauchen im G1 minus 2 Volt. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den 5 Volt Bereich. Das ist die untere Skala. Ich stelle jetzt hier auf minus 2 Volt ein. Ich brauche im zweiten Steuergitter und im vierten Steuergitter 100 Volt. Bin in der 250 Volt Skala, das ist die Skala ganz oben. Und zu guter Letzt Anode. Da brauche ich auch 250 Volt. Pumpt schon was. Es fließt kein Strom. War ein bisschen zu hoch. Ich war schon im 500 Volt Bereich. So, jetzt bin ich auf der 500 Volt Skala. Das ist die zweite von oben. Ich bin zu hoch. Gehe zurück in die 200 Volt Skala. Bin jetzt im 250 Volt Bereich. Und komme auf die 250. So ist es, das Ganze soll haben 4,3 Milliampere, 3,4 Milliampere.
Gehen wir mal den Kurzschlusstest durch. So, Röhre ist angeheizt. Spannung ist einigermaßen stabil auf 6,3. Fast exakt. Gut, gehen wir mal weiter im Kurzschlusstest. Und die Röhre liefert 3,4 mA. Wer hätte das gedacht? Checken wir mal die Spannungen. Minus 2 Volt passt. Minus 100, plus 100 ist ein bisschen eingebrochen, weil jetzt Strom fließt. Muss man korrigieren auf 100 Volt. Und die Anode sollte 250 sein. Ist auch leicht eingebrochen. Hochzig 100 und minus 2 so war es, sind die Spannungen korrekt. Wir messen 4,3 Milliampere. Röhre soll liefern 3,4. Machen wir zuerst den Vakuum, den Test für die Kathode. Ist in Ordnung. Machen wir den Vakuumtest. Kein großer Ausschlag, also Vakuum ist in Ordnung. Dann würde man sagen, die Röhre funktioniert. Oh, spaßhalber noch eine andere. So, Heizung funktioniert. Anheizen. Kein Kurzschluss. Und geht auf ungefähr 4,5 mA, sogar 5,1, 5,2. Vielleicht schon ein Tick zu hoch. Also Kathodentest ist positiv, negativ, also er schlägt aus. Vakuumtest ist auch unauffällig. Gut, dann lassen wir mal im Raum stehen, dass die Röhre den richtigen Wert anzeigt, also relativ stark ist. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Nehmen wir noch eine Röhre aus dem Schuber.
Heizung zeigt an. Kein Kurzschluss. Aber geht auch relativ hoch. Vakuum funktioniert. Entschuldigung, Kathodentest funktioniert. Vakuumtest ist auch unauffällig. Okay. Wenn ich jetzt die negative Spannung am Gitter etwas erhöhe, ist Steuerwirkung, also die Röhre tut das, was sie soll. Okay. Also haben wir unseren Delinquenten gefunden. Das ist diese SA2, Entschuldigung, wie heißt das doofe Ding? 6 SA7 vom HF-Werk. Produziert im 12. Monat 1952. Und die werden wir jetzt knacken. So, ich werde oder bin öfters gefragt worden, wieso ich eine Kanülenabwurfbox im Bad stehen habe. Und ich habe immer geantwortet, aus Gründen. Und das hier ist einer der Gründe. Ich versuche die Röhre knapp oberhalb der Grenze vom Sockel zum Glas zu treffen, um das System nicht allzu sehr kaputt zu machen. Doch so schön heißt, don't try this at home. Hartnäckig. So, das ist die geknackte Röhre. Und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Und das hier ist besagte Kanülenabwurfbox, wo ich jetzt die Glasscherben entsorge. So, dann gehen wir jetzt mal rüber. Und da ich weiß, dass die Videobilder bei solchen Detailaufnahmen eher nervig sind, geht es jetzt weiter mit Standbildern. So, die 6 SA7 ist zerlegt und ich habe während des Zerlegens einige Detailbilder gemacht.
die besser zu sehen sind, als das Ganze mit Video zu erstellen. Das ist, wie gesagt, die Röhre davor und das ist die Röhre danach. Das ist der Getterhalter, zwei Stück. Die Halterung des Systems ist eine kleine Keramik. Das ist das noch geschlossene Anodenblech. Und hier sieht man den Draht, der die Schirmung, also die röhreninterne Schirmung auf Stift 1 mit der metallisch leitfähigen Farbe verbindet, die auf dem Glaskolben aufgespritzt wurde. Das ist der Getterhalter und der Systemhalter im Detail. Hier ist die Kathode, das Kathodenröhrchen. Hier ist das erste Steuergitter, das zweite Steuergitter, das dritte Steuergitter und das vierte und das fünfte Steuergitter. Hier sind die beiden Halterungen für das Anodenblech. Und hier ist die interne Halterung, leicht gefedert, die das System etwas federt stabilisiert. Das hier ist jetzt eine Detailaufnahme in den Getterhalter. Hier sieht man die Getterpille, die induktiv erhitzt worden ist und damit das Getter freigesetzt hat. Das ist jetzt das geöffnete Anodenblech. Ganz außen ist das äußerste Gitter, also das fünfte Gitter. Das hier ist das vierte Gitter. Das ist das dritte Gitter. Das zweite Gitter ist hier dieser kleine Metallsteg. Und das erste Steuergitter ist mehr oder weniger vergraben und sieht man in dieser Aufnahme noch nicht richtig. Das ist das Ganze noch etwas von der Seite fotografiert. Man sieht hier die weiße Kathodenbeschichtung. Jetzt sieht man ein bisschen vom ersten Steuergitter. Hier ist das zweite. Das dritte ist, wie gesagt, 90 Grad gedreht. Und das vierte und fünfte. Das ist das Anodenblech. Nackt und alleine. Wie immer, alle Bilder sind auch auf der Webseite verlinkt, in der Videobeschreibung. Das ist jetzt das nackte System ohne Anodenblech. Hier, wie gesagt, ist das fünfte Gitter, das vierte 90 Grad gedreht, das dritte. Und hier ist das zweite und leicht versteckt das erste. Das ist jetzt die Röhre jetzt um 90 Grad gedreht. Hier ist, wie gesagt, jetzt ganz vorne das fünfte. Hier sieht man jetzt das dritte Steuergitter, also die Halterung.
Von der Perspektive sieht man vom zweiten Steuergitter nur die praktisch die den Rücken. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Elementen. Das hier ist ein bisschen unscharf geworden, aber es ist eine Makroaufnahme. Das ist die Kathode mit Beschichtung. Und das ist der Heizfaden. Man sieht die Isolation im Heizfaden. Das hier ist jetzt die Kathode. Man sieht die Kathodenbeschichtung. Und das ist das Steuergitter, das erste Steuergitter mitsamt der Fahne zu den Anschlüssen. So sah das ungefähr dann aus. Das hier ist das zweite und dritte Steuergitter. Das zweite Gitter ist, wie gesagt, ähnlich wie die Powerbeam-Tetroden als Metallschlitz ausgelegt. Das ist die Außenaufnahme vom vierten Steuergitter. Das ist das vierte Steuergitter alleine. Und zum Schluss das fünfte Steuergitter, welches sehr grobmaschig ist, weil es das abschließende Bremsgitter ist. Und hier sind nochmal alle Elemente in einem Bild. Bisschen mehr Zoom reingehen. Wie gesagt, das Anodenblech. Der Heizfaden. Das Kathodenröhrchen. Das erste Steuergitter. Das zweite und dritte Gitter. Wie gesagt, das dritte Gitter ist hier ein bisschen verschoben. Das stünde normalerweise um 90 Grad gedreht zum System. Tatü, das ist das vierte Gitter und schließlich das fünfte Gitter. Das ist der Blick in den fast nackten Sockel. Hier ist, wie gesagt,
der Draht, der röhrenintern mit dem Stift 1 verbunden ist und dann von außen die leitende Verbindung zur Metallfarbe herstellt. Schön geknotet. Das ist ein Blick mit einem abgenommenen oberen Halter in das System, das leider ein bisschen verbogen ist dadurch. Also es ist schwierig, die Röhre so zu demontieren, dass man die Systeme auch schön sieht. Die ist im Punkt geschweißt und das ist ein bisschen schwierig. Dass das Ganze noch mal komplett vom etwas anderen Winkel aus gesehen. Das ist die obere Systemhalterung, die hier entfernt wurde. Man sieht, wie gesagt, hier die Federn, die das System im Kolben so hält, dass es einigermaßen federn aufgehängt ist. Das ist die Unterseite. Also man schaut jetzt von unten auf das System. Man sieht hier die Abdampfung des Kathodenmaterials während des Betriebs. Und das ist die Metallvariante der 6SA7. Damit sind wir durch. Wie gesagt, alle Bilder sind auf der Webseite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald.